Hi, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Viele Leute trauen sich nicht, andere Leute etwas zu fragen. Egal, ob sie jetzt nach einem Gefallen fragen wollen, einem Jobangebot, einer Gehaltserhöhung oder auch nach einem Kuss. Warum trauen sich das viele Leute nicht? Weil sie Angst vor Zurückweisung haben. Und wieso wir Angst vor Zurückweisung haben und was du dagegen tun kannst, das erfährst du jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. In unserem Kopf ist die Angst vor Zurückweisung sehr wohl etwas Schlimmes. Wir haben nicht nur Angst davor, dass uns unschöne Dinge an den Kopf geworfen werden, sondern jeder von uns hat Zugang zu einem negativen Selbstbild von sich. Und dieses negative Selbstbild wird von den potenziellen Beleidigungen oder unschönen Dingen nur noch verstärkt bzw. bestätigt. Dieses negative Selbstbild können äußere Makel sein, die uns stören, ein seltsames Hobby oder vielleicht auch ein Tick, den wir haben. In den meisten Fällen wissen andere Personen nichts von unseren Makeln, von unseren Hobbys oder von unseren Ticks. Und selbst wenn sie es wissen, ist es meistens kein Grund für eine Zurückweisung. Warum werden wir dann zurückgewiesen? Weil unser Plan nicht zu dem Plan passt, den die Person hat, von der wir etwas wollen. Nehmen wir mal als Beispiel die Liebe. Wenn ein Schwarm dich zurückweist, dann vielleicht, weil er oder sie auf jemanden anderen steht und nicht, weil dein Hobby etwas seltsam ist. Ein anderer Grund könnte sein, dass dein Schwarm eine unglückliche Beziehung hinter sich hat und jetzt erstmal nichts von der Liebe wissen will. Wieder liegt es nicht an dir, sondern an den Plänen, die diese Person derzeit verfolgt. Denk daran, warum du das letzte Mal jemanden zurückgewiesen hast. Weil es nicht in deine Pläne gepasst hat. Du kannst jetzt zwei Sachen gegen die Angst vor Zurückweisung tun. Das erste, was du tun kannst, ist nachfragen. Versuche durch geschickte Fragen die Pläne der anderen Person herauszufinden. Dabei ist es egal, ob es darum geht, dass du einen Job haben willst, eine Gehaltserhöhung oder ob es um deinen Schwarm geht. Fragen helfen dir oft, um einen groben Überblick zu kriegen. Die zweite Möglichkeit ist vielleicht etwas unangenehm. Und zwar, tu es ganz einfach. Du kannst nicht alles durch Fragen herausfinden. Werde aktiv und gib der Person die Möglichkeit, Ja zu sagen. Wie viele Gefallen hättest du anderen Personen schon getan, wenn sie einfach gefragt hätten? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass tu es einfach sich zwar leicht sagen lässt, aber nicht immer leicht umzusetzen ist. Deswegen habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für dich, der vielleicht sich etwas seltsam anhört, aber enorm hilfreich ist. Stell dir vor, wie es ist, an deinem Totenbett zu sein und du dein Leben lang auf Chancen verzichtet hast, weil du Angst vor Zurückweisung hattest. Dieses Gefühl ist oft so unangenehm, dass man zur Tat schreitet, weil man es nicht so weit kommen lassen will. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.